Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Earth Engineers. Und ich hatte ja eigentlich in der letzten Folge gesagt, dass ich noch eine Folge aufnehme, aber ich habe es dann gestern doch nicht mehr geschafft, eine Folge aufzunehmen. Was ich aber heute gemacht habe im Laufe des Tages, ich habe noch ein paar Mods installiert. Einmal ist mir das Spiel abgestürzt, also beim Laden abgestürzt. Und beim zweiten Mal laden hat alles soweit funktioniert. So, wir haben ja hier die Hydrogen Thruster dran. Und warum ich momentan noch keine. Jetzt muss das. Ah, ich hab's wieder nicht geladen vorher, es tut mir leid. Warum ich keine Hydrogen. Keine Ionen Thruster oder die normalen Thruster dran mache. Guck doch mal, wie das hier aussieht. Ist ja geil. Es liegt einfach daran, dass ich noch gar nicht genug Platin habe. So, ihr seht ja, hier sind schon ein paar ganz neue Dinge. Ganz viele neue Dinge. Das schöne Kabel, rund. Helipad. Und, ja. Türen. Ich kam vorher schon nicht mit den ganzen klar. Hab mir jetzt nochmal ein paar neue draufgehauen. Ja, warum nicht? Ja, es gibt jetzt hier auch so ein Rundenfenster. Hier die Ventilator wollte ich mal irgendwann probieren gleich. Die hatten wir ja schon. Die Shutter, das sind die Glas, okay. Also es gibt eine, ich habe glaube ich so 20 oder so neu aufgeschmissen. Eisprozessor. Dynamo. Achso, das war das Windding. Asmut. Düdüdüd. Okay, also es gibt ein paar. Neue. Ich habe mir auch ein Live-Support. Ich habe mir also beide Mods runtergeladen. Erstmal hier, um die Dinger zu bauen. Und dann um Wasser und Hunger mit einzuführen. Ich weiß nicht, ob das stabil läuft. Das Wasser und Hunger habe ich noch nicht eingeführt. Weil ich erstmal die Dinger bauen wollte, um Essen und Wasser zu produzieren. Damit ich gleich, wenn ich das jetzt aktiviert habe, dann sterbe, weil ich kein Wasser mehr habe. Also kein Wasser und Hunger. Ansonsten, ja, hier sind noch ein paar Kanonen. Ich weiß nicht, ob wir die vorher schon drin hatten. Couchen, das hatten wir alles, das hatten wir. Elevator, das hatten wir auch. Das hier hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das sind noch ein paar Türen vom Det-Tech, so rum. Noch ein paar erweiterte Kisten. Gehen wir mal ganz, ganz schnell durch. Das hier sind sowas wie, wie soll ich das sagen, so eine Bodenplatten. Wenn ich, nee, stopp, das stimmt nicht. Stimmt nicht, da habe ich gerade was falsch erzählt. Das sind quasi Fenster, ganz normale Fenster, die von außen dunkel sind. Ich habe natürlich. Ich habe natürlich kein Dings mit bei. Kein Dings hier, wie heißt denn das? Keine Träger, ne? Die brauche ich dafür. Ja. Nichtsdestotrotz. Also ein Haufen neue Mods mit reingemacht. Hier. Hier kann ich aus dem Eis 1:2. Irgendwie Hydrogen und Sauerstoff herstellen. Big Small Oxygen Evaporator. Big Small Hydrogen Evaporator. Ich muss nur gucken, wie das funktioniert. Und da fliegen wir. Das kann jetzt hier erstmal fertig gebaut werden. Ich habe mir auch noch Skripte runtergeladen. Boah, ich habe so viel runtergeladen. Ich wünschte, ich wäre ein Pro in dem Spiel.
So, kurz mal zu unserer Kommandozentrale. So, das erste, was ich jetzt mal gleich bauen werde, wenn ich es finde, LCD. Nee, die waren das nicht. Die waren das leider nicht. Muss ich so kurz mit der Hand suchen. Achso, neue Catbox habe ich auch. Double Mitte, Single. Ja, so einen dünnen Connector habe ich auch mit runtergeladen. Falls es jemand interessiert. Aber ich suche jetzt. Jetzt hakt das Spiel. Wir sind bei 2 FPS. Okay, wir sind wieder auf 16, 17, 18. Aber ich sag schon wieder. So, das brauchen wir noch nicht. Ich habe übrigens auch so einen holographischen Tisch. Den will ich auch noch installieren. Computermonitor, war das das Ding? Nein, war es glaube ich nicht. Ich wünsche, es würde mehr Personen geben. Wenn ihr noch irgendwie Mod wisst, wo es hier noch mehr so eine Person gibt, vielleicht hier auch rumlaufen, das wäre super. Widescreen TV war es auch nicht. Medical Station war es auch nicht. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ihr könnt jetzt in dessen Zeit ich hier rumspüle. Fenster flach. Okay, wir machen es anders. Wir gehen hier durch. Nein. Let us mod Bobs. Cockpit, das. Nein, 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 nein. Container. Ach so, das sind noch erweiterte Container. Clear Colored Glass, also Verglas in unterschiedlicher Farbe. Dachte ich für später. Ich habe es zwar schon mal aufgetan, um noch ein bisschen das Spiel noch ein bisschen instabiler zu machen. Es ist ja nicht schon instabil genug. Ja, und dann gibt es hier noch. Aha, das war auch noch. Ich habe mir noch eine Mod runtergeladen. Metallbau. Da gibt es jetzt noch zwei weitere Ressourcen abzubauen. Sehen wir denn aber. Wenn ich es versuchen will zu bauen, nur die Ressourcen nicht habe. So, haben wir mal ein Crew. Crew Quarters, Decorative Kitchen. Interior Gymless. Also, wenn ich es jetzt nicht beim einmal runtergehen finde, dann lasse ich es erstmal. Große Brücke, Laser Bridge, das ist auch richtig geil. Auch für später. So, das sind die Knöpfe, die Naniten, Energieblöcke, Reaktoren, neue Solarpanel. Produktionsdekorativ. Airdome, Airtight, atmosphärisch. Cryopod, Interior Landing. Landing Pods. Die hatte ich ja vorhin schon ganz kurz gezeigt. Sektan. Mining Equipment. Shadow Flux. Small Ship. Nein, 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 nein. Wir haben es ja gleich. Wir sind gleich durch. So, Solar Region Tom's Mod. Was ist das hier? Movable Camera. Okay. Die Industrial. Da. Tier Super Pack. Das hatten wir auch schon. TVS. Die Dinger sehen auch richtig cool aus. Also zumindest in der Beschreibung. Ich hoffe, dass was müsste eigentlich alles
alles laufen. Aber anscheinend finde ich die doch nicht. Canon. Maxpack. Office Test. Das. Nee, anscheinend, aber ich habe sie doch runtergeladen. So ein Dreck. Jetzt verschwende ich die Hälfte der Folge hier nur, weil ich euch diesen Scheiß zeigen wollte. So ein Dreck, ey. Okay, vielleicht finde ich es irgendwann nochmal. Clear. Holo. Table. Table simple, table was. White screen. Auch verdammte Axt. Das war so geil. Es gibt eine durchsichtige. Es gibt eine durchsichtige LCD. Okay. Computermonitor. Egal. Es leuchtet hier so ein bisschen komisch. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Magnesium, Stein, Eisen haben wir nicht mehr, aber wir haben noch 1,3 Millionen Eisen. So, das ist alles okay. Das leuchtet irgendwie alles ein bisschen kacke gerade. Ist es normal, dass das so leuchtet? Ist ja ein bisschen ätzend. Anyway. So, ich möchte das noch nicht machen. Ja, es tut mir leid, ich bin noch total verwirrt. Ich war so fickrig auf die neuen Mods, die ich euch zeigen wollte, und habe sie vorher offscreen nicht mal probiert. Okay. Gehen wir hier runter. So. Mal gucken, wie groß das Teil ist. Das ist sehr groß. Das müsste man eigentlich da oben irgendwo anbauen. Das ist aber auch kacke. Das Problem bei dem Teil ist, wenn man dem zu nahe kommt, ist futsch, ne? So, hier erstmal kurz Licht anmachen. Das heißt, wenn ich es jetzt hier auch hier oben anbauen würde, würde es theoretisch, wenn wir da rüberlaufen, Schmerzen geben. Gut, dann bauen wir es. Dann bauen wir es hier an. Also ist eigentlich die Ursprungsform. Und das ist abgestürzt. Ha, verdammte Axt. Gut, Spiel ist abgestürzt. Wir sind bei 15 Minuten. Ich würde kurz brechen an der Stelle und schmeiß die Mods erstmal wieder alle runter.
Da wir bei 15 Minuten sind, bedanke ich mich für diese Runde beim Zuschauen. Es tut mir leid, dass es heute nicht länger ist. Ich wollte euch die Mods zeigen, die ich alle drauf habe, aber das Spiel will nicht. Also dann beim nächsten Mal. Und ciao.